Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Einen Knopf drücken und zu eurem Heimatsternsystem teleportieren? Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton am 20. März 2021. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir lieben den Prozess eurer Bewusstseinsevolution beizuwohnen, denn wir tun es mit euch. Wir sind gemeinsam auf einer Reise und ihr macht den größten Fortschritt von allen Wesen jeder Dimension in dieser Galaxie. Das liegt daran, dass ihr euch so weit von der Wahrheit dessen, wer ihr wirklich seid, entfernt habt, und die Reise zurück zu diesem Wissen ist ein solch riesiger Sprung von dem, wo ihr einst wart. Es ist die Bewegung nach vorne, um die es wirklich geht. Ihr habt das Gefühl, als würdet ihr zum allerersten Mal zu eurem höheren Selbst werden, obwohl ihr alle schon in der fünften Dimension gewesen seid. Ihr kehrt gewissermaßen nach Hause zurück. Und diejenigen von euch, die davon sprechen, nach Hause zu gehen, als ob die Heimat ein Sternensystem oder ein Planet wäre, verstehen den Sinn nicht. Es geht nicht um das Sternensystem, aus dem ihr gekommen seid oder aus dem ihr stammt, und es geht nicht um den Planeten, den Mond oder den Körper, den ihr einst so gut kanntet. Bei dieser Reise geht es darum, dass ihr zu dem Du zurückkehrt, das ihr immer gewesen seid, aber zugestimmt habt zu vergessen, dass ihr es einmal wart. Ihr geht zurück in die fünfte Dimension, aber es wird nicht dieselbe fünfte Dimension sein, die ihr einst kanntet. Und das liegt an dem, was ihr dort auf der Erde erlebt habt. Ihr habt es dort so schwer, weil ihr wusstet, dass ihr durch Entbehrung, Schmerz und Kampf mehr erschaffen würdet. Ihr würdet etwas Besseres erschaffen, und das habt ihr. Ihr habt eine bessere Version der Realität erschaffen als die, die ihr kanntet, als ihr fünftdimensional wart. Jetzt werdet ihr auch im physischen Sinne nach Hause gehen, aber darum wird es für euch nie gehen. Es ging immer darum und wird immer darum gehen, zu einem Gefühl, einem Seinszustand, einer Bewusstseinsebene zurückzukehren. Das ist es, was ihr wirklich erreichen wollt. Und das ist es, was euch in diesem Moment zur Verfügung steht. Ihr müsst nicht darauf warten, dass irgendetwas außerhalb von euch geschieht, um zu beginnen, euch als euer fünftdimensionales höheres Selbst zu erkennen. Es ist alles in euch, genau jetzt, in diesem Moment. Und damit machen wir nicht einmal ein klein bisschen Scherze. Worauf wartet ihr also noch? Ja, die Dinge außerhalb von euch zu verändern und euch alles auf einem Silbertablett servieren zu lassen, ist die Fantasie. Es ist der einfache Weg. Einen Knopf zu drücken, um sich an einen anderen Ort zu teleportieren, an dem die Dinge viel besser sind, scheint sicherlich eine sehr gute Idee zu sein. Aber wenn ihr das tun würdet, würdet ihr euch selbst der Reise berauben, auf der ihr gerade seid. Und weil wir mit euch auf der Reise sind, können wir mit Sicherheit sagen, dass es die beste Reise ist, auf der ihr im Moment sein könntet. Und wenn ihr die Reise nur ein bisschen mehr schätzen würdet, könntet ihr fühlen, was wir über eure Reise fühlen. Tatsächlich könnt ihr ein bisschen von dem, was wir in euch sind, fühlen, wenn ihr euer Bewusstsein mit dem Bewusstsein, das wir euch gerade anbieten, in Einklang bringt. Schließt euch uns hier an und macht die wunderbare und schöne Erfahrung eures freudigen Aufstiegs. Wir sind der arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden.
lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.